Hallihallo, willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen Elex. Ja, und zwar, dieses Spiel wollte ich schon Ewigkeiten spielen. Also wirklich Ewigkeiten. Eigentlich schon seit ein paar Jahren. Bin nie dazugekommen. Und jetzt habe ich mir einfach gedacht, auf geht's. Wir spielen auf normal. Der Planet Magallan. Magallan. So, wir hören uns jetzt erstmal die Story an. Vor 160 Jahren wurde sie durch einen Meteoriteneinschlag fast vollständig zerstört. Doch es gab Überlebende, die sich aus den Ruinen der alten Welt wieder neu erhoben. Die Schwachen flohen in die Wildnis, wurden größtenteils dezimiert oder versteckten sich hinter dem Schutz der neu formierten Gemeinschaften. Die Starken kämpften um die knappen Rohstoffe und Waffen, die die alte Welt ihnen hinterlassen hatte. Doch der Meteor brachte nicht nur Zerstörung. Auch ein neues, bisher völlig unbekanntes Element kam auf unsere Welt. Elex. Es verlieh den Menschen unglaubliche Macht und die Fähigkeit, übermächtige Technik zu entwickeln und viele Arten von Magie zu wirken. Doch das hatte seinen Preis. Elex in seiner reinen Form führte zu Degenerationen der vegetativen Systeme des Körpers. Diejenigen, deren Geist stark genug war, konnten diesen Verfall überwinden und wurden zu emotionslosen und synthetischen Abarten der Gattung Mensch. Sie nennen sich selbst die Alps. Es dauerte nur wenige Jahre, bis die Alp stark genug waren, um den Rest der freien Menschen zu jagen und ihre Existenz zu bedrohen. Seither führen wir einen erbitterten Krieg gegen ihre Ausbeutung und Tyrannei. Einer der Alp, ein aufstrebender und siegreicher Feldherr, ist der effektivste unter ihnen. Wir nennen ihn die Bestie von Xarkor. Die Bestie. Oh yeah. Okay, sind abgeschossen worden. Die Bestie. So erfüllst du also deinen Auftrag. Du kennst unsere Direktive. Du weißt, es gibt nur eine Konsequenz für dein Versagen. Okay. Sehr schön. Abgeschossen worden, ausgeraubt worden.
So wie wir es kennen. Das sehe ich schon, Heilkräuter. So, da sind wir schon im Spiel. Yeah. So. Verdammt, mein Schädel. Wenn ich überleben will, muss ich mich beeilen. Ohne eine geeignete Waffe bin ich erledigt. Das stimmt. Leertaste klettern. Jawohl, ja. So, was haben wir denn? Auf 1 haben wir einen Knüppel. So, kleines Heilkraut nehmen wir natürlich an uns. Das Blaue ist nichts, ist das Rote was? Nö. Ja, Elex, wie man es von Chuck Piranha Bytes Spielen kennt. Sehr viel zum Einsammeln. Oh, natürlich Pfeile am Anfang. Sehr schön. Ja, wir spielen hier in einer... Ja, Mischung aus Science Fiction, also Aliens, Zeugs, hier Raumschiffe und was weiß ich, und ich glaube weniger Aliens, aber na, da kommt man nicht raus. Und Fantasy, ja, es ist eine coole Mischung, ja, und ich habe immer gedacht, so, es ist eigentlich geil, es ist ein Piranha Bytes Game, gefällt mir schon mal an sich eigentlich immer ganz gut, ja. Hab's aber nie gespielt. Ich wollte es einmal, ich glaube, ich habe einmal einen Stream gestartet. Da haben wir mal so 2 Stunden gespielt. Und danach ist mir mein PC abgekackt, der alte. Oder halt, dann hat Stream nicht mehr funktioniert, aber ich muss es sein lassen. Jetzt gucken wir mal. Inventar, Eisenstange, Einhand, Wert 2 Kopper, ich habe keine Ahnung, Schaden 20, Stärke, Konstitution. Zweihändig, Gewehre, schwere Gewehre, Magie und Munition. Ja, also es gibt hier diverse Sachen, wo wir uns hingehen können. Hier Rüstung, Kopf, Bein, Hand, Nacken. Was haben wir hier? Tränke, Stims, Nahrung, Pflanzen, Feuerkraut. Effekt, Dauer, Feuerresistenz plus 5. Effekt, Dauer 30 Sekunden, Gesundheit plus 4, Regenerationsdauer 4 Sekunden. Für welche Mist, vielseitig einsetzbar. Oh ja. Werkzeuge, Schlüssel, Materialien, sonstiges. Hier, Hauptmission, Überleben. Magellan ist ein gefährlicher Planet für den abtrünnigen Jagden von wilden Kreaturen. Meistens eigenen Leuten muss ich eine Siedlung für freie Menschen rechnen, um erst einmal in Sicherheit zu sein. Hier haben wir Rezepte, Audiologs. Hier haben wir die Karte. Ja. Schneegebiet. Hier Feuerkrater und eine Wüste. Und hier einen ganz, ganz, ganz großen Wald. Bestimmt, ich glaube, das ist eine Siedlung. Das ist eine Siedlung. Ich gehe davon aus, dass das irgendwas ist. Das, also es gibt hier jede Menge Stuff zum Entdecken. So, Stärke haben wir überall 10. 10 Stärke, 10 Konstitution. Ja, Geschicklichkeit, Intelligenz, Gerissenheit. Gibt einen sozialen Kompetenzziel. Das ermöglicht bestimmte Fähigkeiten, sondern so für der Outlaw bist, erhöht sie dauerhaft deine Stimmkapazität. Ah, ja. Ermöglicht Gegenstände, Benutzerfähigkeiten zu erlernen. Steuerung, Attributpunkt 1 von 0. Konstitution, Geschicklichkeit. Gerissenheit hat quasi Outlaw, wenn man Outlaw ist. So, Nahkampfwaffen. Erhöht die von dir ausgeteilten Nahkampfschaden mit jeder Stufe. Fernkampfwaffen. Es benötigt Elixit, das steht jetzt dran. Lernpunkte. Ein Lernpunkt, Stärke und Geschicklichkeit. Also Lernen, Kampflehre. Also wir können hier verschiedene Sachen erlernen. Mutantenkiller gibt den Schadensbonus gegen Mutanten. Braucht man dann steht halt schon dran, was wir dann brauchen. Resistenzen, 6, das sind extra Hitpoints, Ausdauer, Feuerresistenzen, Handwerker, Schlösserknacken, Goldschmied, Hacken, Hacking-Profi, immer mit der Ruhe, Bergbau. Persönlichkeit, Berserker, Outlaw, Kleriker. Das sind dann quasi, schaltet Gildenlehrer frei. Zusätzlicher Widerstand gegen Gift. Genau, das ist dann, also das sind Sachen, die was wir immer lernen können. Und das sind dann spezielle Sachen, die was man nur mit den jeweiligen Sachen lernen können.
Kleriker sind, glaube ich, mehr Psi, Batterie, technisch, ja. Kraftwelle, also so Magiertypen, Berserker, Spruch, haben auch Magie. Mana, Magie, ja, guck an. Und Fächerschuss, Waffe verzaubern, die Outlaws, Stims, Auseinanderschrauben, Munition herstellen, Injektor, mechanische Waffen bauen. Also, wir können hier richtig viel Stuff. Oh. Doppelklicken. Okay. Okay, wir haben hier auf jeden Fall richtig viel zu tun. Wir können klettern. Das ist schon mal ein Vorteil. Ach, irgendwas stimmt nicht mit mir. Meine Kräfte schwinden und ich... Was ist das? Emotionen? Ach, das ist der Elex-Entzug. Ich muss längere Zeit bewusstlos gewesen sein. Ohne meine Elex-Ration. Ich war ja schon öfter mal auf dem Trockenen. Aber so schlimm hatte ich es noch nie. Ah ja, okay. Fokus mit... Kleine Pestratte. Mit genug Ausdauer kannst du leichte und schwere Angriffe mit E kombinieren. Je länger du Combo, desto mehr Schaden verursachst du. E? Ah, ich habe keine Ausdauer. Natürlich ist E viel schwerer Angriff. Das ergibt Sinn. Egal. Ich finde es gut, dass es hier ein Tutorial gibt. Das ist schon mal ein Vorteil. Ich muss hier weg. Die Ruine da könnte mir Schutz bieten. Vielleicht finde ich da noch etwas Brauchbares. So, nee, wir gucken erstmal hier in Ruhe um. Wir müssen Kräuter sammeln. Meine Haut. Ich bin von einem freien Menschen kaum noch zu unterscheiden. Ist auch eine Folge meines Elex-Entzugs. Okay, wo geht's hier hin? Ah, von da hinten komme ich. Wir gucken uns natürlich erstmal so weitestgehend immer wieder um, um irgendwelche Sachen zu finden. Okay, das ist derselbe Weg. Warte mal, ich sollte sprinten. Okay, Mauer. Ganz wichtig, Optionen. Tastatur und Maus, Tastenbelegung. Erstmal schnell speichern. Schnell speichern ist F5. Das ist wichtig. Mehr wollte ich nicht wissen. F5. Zack. Wer weiß, was da für Viecher kommen, ja? Ich kenne Gothic, ich kenne Risen. Ich weiß, es gibt Viecher, die zum Teil einfach random irgendwo rumstehen. Die dir sagen, nee, du... Hier nicht. Au. Uiuiuiui. So, nehmen wir mal einen Pfeil. Was ist das? Elex. Hallo? Pfeil und Wasser? Da ist doch noch was. Ich seh's doch. Danke. Amulett des Abenteurers. Na, guck mal an. Da haben wir ja schon mal ein bisschen Stuff. Amulett des Abenteurers. Plus 1 Schlösserknacken, plus 5 Rüstung. Steigt den Rüstungswert und Schlösser sind leichter zu öffnen. Ah, okay, so ist es angelegt. Kleiner Energiespeicher ist ein Trank. Wert... Gibt 40 Energie. Voraussetzung Kleriker. Ah ja. Okay. Alla. Achso. Hier sind wir bloß wieder dann am Start. Gibt es... Es gibt bestimmt ein Talent, was so leichte Lebensregeneration mit sich bringt. Oder?
bestimmt. So, was ist da im Dixi-Klo? Es ist verschlossen. Okay, auf dem Dixi-Klo. Was ist? Hier komme ich nicht durch. Da war die unsichtbare Wand, die habe ich gespürt. Untersuchen Crony U3. Tot. Eine meiner Crony-Einheiten, U3. Sie ist beim Absturz komplett zerstört worden. Ich frage mich, wo Crony O4 hin ist. Wenn er noch aktiv ist, finde ich ihn vielleicht hier in Edan. Mal sehen, ob ich ihn orten kann. Da ist nichts mehr zu machen. Okay, sollte ich Untertitel anmachen? Oh. Also klettern. Setzerbogen. Elektroschrott. Eisenerz. Ein Krug. Ein Klebeband. Ein gelber Stein. Eine Schatulle. Wein. Wir haben einen Bogen. Setzerbogen. 10-10 Geschicklichkeit. Einfacher Holzsei. Suchender Pfeil. Teil ist ein bewährtes Jagdinstrument der Berserker. Gibt der Schützentreffen Dose 100 Meter Entfernung. 2. Die Tränke. Quickslot. 3. Danke, dass ich jetzt einen Trank getrunken habe. Okay. Verrottete Technologie der alten Welt. Hier ist nicht mehr viel zu holen. So. Doch, ein kleiner Heiltrank liegt hier rum. Ein Dietrich. Elektroschrott. Achso, ich muss... So. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, am Anfang ist es leichter, erstmal so ein bisschen in den Nahkampf zu gehen. Statt in den Fernkampf, denn... Zumindest ein gesunder Wert Stärke. Was machen wir hier schon geludert? Ja. Dass wir Damage machen. Das ist wichtig. Schrotpatronen. Kartenstück. Okay. So, klettern, klettern. So. Öllampe, sie ist kaputt. Und Trank. Alles nehmen ist X. Danke. Passus 1. Die Jagd beginnt. Ja, Passus 1 wird wahrscheinlich sein, wie bei allen Piranha Bytes spielen. Dieses Schwein hat mich verraten. Mehr noch. Er hat mich hinrichten lassen. Aber ich bin noch da und ich werde nicht eher Ruhe geben, bis Kallax im Dreck vor mir liegt. Magnesiumfackel. Genau. Also erstmal wahrscheinlich ein Lager anschließen. Gehe ich mal davon aus. Drücken. Ah. Evakuierungssequenz eingeleitet. Bewahren Sie Ruhe und begeben Sie sich umgehend zu den ausgeschilderten Ausgängen. Den Anweisungen des Servicepersonals ist unbedingt Folge zu leisten. Erinnert mich ein bisschen an Fallout. Erinnert mich ein bisschen an Fallout. Hoffentlich gibt es auch einen Ausgang aus dieser stillgelegten Observierungsstation. Ah, mein Jetpack.
Der Kerl, der mich bestohlen hat, muss es hier verloren haben. Wenigstens etwas. Es wird mir helfen, mich besser fortzubewegen. Oh yeah. Ein Jetpack. Oh, es ist ziemlich dunkel hier. Werkerhose. Rüstung plus 3. Einfache Hose für Arbeiter im Freien. Ja, guck mal an. Findet man gleich mal ein bisschen Rüstung. Magnesiumfackel, Metallschrott, da sind Schuhe drin. Die sehe ich doch, die Schuhe. Klopapier, rau, aber es erfüllt seinen Zweck. Okay. Zigaretten. Ist, glaube ich, das Wichtigste von allem. Es ist ziemlich dunkel hier an so Stellchens. Die wichtigste Frage von allen. Haben wir wieder ein unbegrenztes Inventar oder irgendwie so Gewicht? Nein, wir haben ein unbegrenztes Inventar, so wie ich das sehe. Suppe, Wein, gut erhaltene Konservendosen. Rohstoff, Metallschrott. Okay. Kleiner gelber Stein, Sockelbonus, Waffe, Malus, Resistenz des Gegners plus 1. Adjutor, Bonus plus Resistenzen, kann mit geilen Waffen oder dem Adjutor kombiniert werden. Voraussetzung: Sockel setzen. Ah ja. Ah ja, ah ja. So, haben wir hier sonst noch irgendwas? Nö, dann gehen wir mal hier rein. Spind, Trockenfleisch, Hammer. Hallo, nimmst du den kleinen Heiltrank? Das Klebeband. Zigarette. Ratte. Gut. So. Edan, das Land der Berserker. Ihre Waffen würden mir jetzt helfen. Aber sie werden sie mir wohl nicht freiwillig überlassen. So. Dann sprechen wir doch mal mit dem Knilch, oder wollen wir... Oh. Sehr gut. Geht's wieder? Du bist zu laut. Dich hört man schon aus 500 Meter Entfernung. Bist du ein Speer oder sowas? Es gab Zeiten, da hättest du mich nicht einmal gesehen, bevor du deinen Kopf verloren hättest. Die Zeiten sind offensichtlich schon lange vorbei. So wie du aussiehst, überlebst du keine zwei Tage in dieser Gegend. Mhm. Unterschätze mich besser nicht, Freundchen. Du weißt nicht, wen du hier vor dir hast. Kälte das kannst du halten, wie du willst. Ohne Hilfe wirst du nicht weit kommen. Ich gebe dir 24 Stunden. Wer bist du? Mein Name ist Duras. Ich bin Berserker und stamme aus Goliath, der Hauptstadt von Edan. Hauptstadt nennt ihr das? Ihr seid nicht mehr als ein Haufen Wilder, die in den Ruinen der alten Welt hausen. Das Land Edan wäre besser dran, wenn ihr Berserker endlich verschwindet. Wenn du nicht in der Wildnis verrecken willst, brauchst du Hilfe. Also hüte besser deine spitze Zunge. Wo bist du überhaupt hergekommen? Aus der Observierungsstation. Jemand wie du hat an solch gefährlichen Orten nichts verloren. So abgerissen, wie du aussiehst, hast du die letzten Tage wohl einiges mitgemacht. Aber keine Sorge, ich werde mich schon um dich kümmern. Die Gegend hier ist nicht sicher. Vor einigen Tagen ist eine dieser Flugmaschinen der Alps oben in den Bergen abgestürzt.
Wenn wir Pech haben, schwirren immer noch ein paar Alps in der Nähe herum. Wir sollten hier so schnell wie möglich wieder verschwinden, bevor sie dich halbe Portion noch einkassieren. Du weißt gar nichts. Tatsächlich? Schau dich doch mal an. Du bist erledigt. Du hast nicht einmal vernünftige Ausrüstung für die Wildnis hier draußen. Du solltest dich besser in den Schutz einer Gemeinschaft begeben. Ich könnte dich nach Goliath in unsere Stadt mitnehmen. Da wirst du erst einmal in Sicherheit. Die Alps sind auf der Jagd und ergreifen jeden, den sie hier draußen herumstromern sehen. Du kannst natürlich auch allein dein Glück versuchen. Nicht weit von hier am Waldrand im Norden patrouilliert eine kleine Truppe Alpsoldaten. Sie würden sich sicher freuen, dich zu sehen. Warum willst du mir helfen? So wie ich das sehe, bist du ein Flüchtling. Ein Gejagter der Alps, so wie alle anderen freien Menschen auch. Das macht dich noch nicht zu meinem Freund. Die Alps greifen jeden freien Menschen auf, den sie hier draußen finden. Ich hoffe, ich muss dir nicht sagen, dass das deinen Tod bedeuten würde. In allen Ländern auf Magalan wird gekämpft. Die Welt befindet sich am Abgrund. Und ein Kerl wie du, dreckig, schwach, vogelfrei, sollte sich besser an diejenigen halten, die den Alps die Stirn bieten können. Okay. Was sagt mir denn, dass es mir bei euch Berserker nicht genauso geht? Egal, was du über uns gehört haben magst. Glauben würde ich nur das Wenigste davon. Mach dir besser dein eigenes Bild. Also, wenn du nicht lebensmüde bist und den Alps direkt in die Arme läufst, hast du Potenzial. Du solltest mir in unserer Hauptstadt Goliath folgen und dir erstmal vernünftige Ausrüstung besorgen. Hört sich auf jeden Fall nach einem Plan an. Meine Ausrüstung ist weg. Jemand hat mich bestohlen. Ich habe einen Outlaw vor ein paar Tagen mit einer Menge Krempel hier in der Gegend gesehen. Wo ist dieser Kerl? Er ist in Richtung Nordosten verschwunden. Ich schätze, er wollte in die Wüste Tavar. Wenn du ihn erwischen willst, solltest du dich beeilen, bevor er alles auf dem Schwarzmarkt verscherbelt. Na schön, dann geh vor. Bring mich in deine Stadt. Aber schön langsam, damit ich dich im Auge behalte. Dein Misstrauen ist verständlich, aber ich bin die beste Option, die du im Moment hast. Falls wir uns irgendwie verlieren sollten. Goliath liegt im Osten am Fuße des Berges. Das Licht unseres Mana-Schreins kann man von Weitem schon gut sehen. Jetzt mach schon. In Ordnung, hier entlang. Wir sind hier im Jagdgebiet einiger gefährlicher Tiere. Du solltest deine Waffe bereithalten, wenn's holprig wird. Das stimmt, das machen wir, aber erst in der nächsten Folge, würde ich mal behaupten. Und dann gucken wir mal. Also es ist ein guter Plan, glaube ich, erstmal uns an Goliath zu halten. Erstmal, wir gucken uns natürlich alles andere auch an. Wer bin ich denn? Ja, grundsätzlich Piranha Bytes Games, das erste Kapitel ist das längste. Bis man sich entscheiden hat. So, oder entschieden hat. Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tüdelü!